Guten Morgen und herzlich willkommen zum Livestream vom Android-Kurs. Wir machen heute wieder das übliche Programm. Ich werde Ihnen zu Beginn ein kleines bisschen was zu den aktuellen Lerninhalten sagen. Dann werden wir damit beginnen, einen kleinen Implementierungsteil durchzuführen. Das heißt, wir werden wieder gemeinsam an einer kleinen App hier im Stream arbeiten und werden das tatsächlich auch dann am Freitag im nächsten Livestream gleich fortsetzen. Wir haben ein etwas größeres Projekt vor, das wir in zwei Sitzungen durchführen werden. Heute werde ich mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen oder Ihnen versuchen zu demonstrieren, wie man vielleicht an die Planungsphase einer Anwendung herantreten kann. Wir werden dann mit der Implementierung beginnen und den eigentlichen Hauptteil der Umsetzung und der Programmierung am Freitag machen. Wenn Sie Lust haben, können Sie Hallo sagen im Chat, dann weiß ich, dass Sie da sind und ich werde versuchen, ab und zu auch einen Blick auf den Chat zu werfen, sodass, wenn Sie irgendwie Fragen haben oder Feedback loswerden wollen, Sie direkt dort reinschreiben können. Wir fangen mal an mit dem organisatorischen bzw. so einem kleinen Ausblick bzw. Rückblick auf die aktuellen Kursinhalte. Dazu zeige ich Ihnen wieder meinen Desktop und dann starten wir auch direkt. Wenn Sie sich an die letzte Woche zurückerinnern, dann war irgendwie so das Hauptthema, wie wir mit dieser Gerätevielfalt umgehen, die sowohl in der technischen als auch in der Software-Seite irgendwie in diesem Android-Kosmos vorliegen. Und wie wir als Entwickler bzw. Entwicklerin darauf reagieren. Was Sie so ein bisschen mitgenommen haben sollten aus dieser Woche, ist erstmal dieses Problem an sich. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Geräte, auf denen das Android-Betriebssystem läuft. Das sind erstmal auch unterschiedliche Formfaktoren vielleicht nur. Das heißt vielleicht von einem kleinen Smartphone bis zu einem großen Tablet. Es sind aber, auch wenn das jetzt hier in diesem Kurs vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, tatsächlich ganz andere Gerätearten, wie zum Beispiel eine Smartwatch oder ein Fernseher, den man theoretisch auch verwenden kann als Plattform für Android-Applikationen. Und wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, darauf zu reagieren. Und wir haben uns in der letzten Woche unterschiedliche Aspekte dazu angeschaut. Wir haben festgestellt, dass eins der Probleme die unterschiedliche Auflösung bzw. Größe der Bildschirme ist und haben gesehen, wie wir unsere Layouts so entsprechend responsiv gestalten können, dass wir für unterschiedliche Ausgabegeräte Alternativen bezüglich des User Interfaces in unsere Anwendung integrieren können. In den Folien haben Sie sich auch durchgelesen, dass dieses Problem über die Hardware hinausgeht und dass tatsächlich auch die Software selber, also das Android-Betriebssystem, tatsächlich bei den unterschiedlichen Geräten unterschiedlich sein kann. Das Betriebssystem wird laufend fortentwickelt und nicht alle Geräte verfügen über die gleiche, eben aktuellste Variante. Das heißt, Sie können vielleicht nicht unbedingt jedes Feature tatsächlich nutzen und als eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, gibt es entsprechende Support-Libraries, die Sie verwenden können oder überhaupt ein sehr defensiver Programmierstil, was die Nutzung von bestimmten Features tatsächlich angeht. Also je nachdem, was Sie tatsächlich mit Ihrer Anwendung erreichen wollen und wie viele Leute Sie erreichen wollen, müssen Sie sich eben entsprechend nach Alternativen umschauen, wenn Sie bestimmte Funktionalität verwenden wollen, die tatsächlich auf vielleicht älteren Geräten gar nicht vorhanden ist. Was wir so als Neuerung oder als neues Feature in dem Android-Betriebssystem oder in dem Framework kennengelernt haben, was uns bei Teilen dieser Problematik unterstützt, sind die Fragments. Das sind ist eine neue Klasse, die wir kennengelernt haben und die man sich so ein bisschen wie so eine Mini-Activity vorstellen kann. Fragment hat einen Layout, hat einen eigenen Lifecycle und kapselt in sich einen bestimmten Teilbereich des User-Interfaces. Die stehen nicht alleine wie eine Activity, sondern sind immer Teil einer Activity und können dabei als einziges Fragment
angezeigt werden oder auch parallel zu vielleicht mehreren Fragments gleichzeitig in der aktuellen Activity sichtbar sein. Und die waren jetzt in der letzten Woche für uns der Schlüssel dazu, dass wir diese Funktionalität der Notizbuch-App für das Smartphone und für das Tablet bei der unterschiedlichen Bildschirmgröße unterschiedlich gestalten konnten, weil wir eben diese beiden Fragments, wir haben sie verwendet, um eine Liste der aktuellen Notizen, so einen Editor für die Notizen anzuzeigen, entweder parallel zueinander, wenn wir den Platz auf dem Tablet-Bildschirm haben, anzeigen oder nacheinander anzeigen über zwei verschiedene Activities, wenn wir auf dem Smartphone eben nicht den notwendigen Platz für die parallele Darstellung zur Verfügung haben. Also Fragments als technische Lösung für dieses Problem, aber tatsächlich auch Grundlage für auch andere Ideen bzw. Entwicklungsstrategien, wenn Sie jetzt weiter sich mit dem Android Framework beschäftigen. Das ist so das, was Sie in der letzten Woche aufgeschnappt haben sollten. Und wir machen jetzt in dieser Woche weiter mit einem nächsten Thema. Und Sie werden merken, dass es in der Vorlesung immer so ein bisschen abstrakter wird. Das heißt, wir lösen uns in der Vorlesung so ein bisschen von diesem eigentlichen Kernthema, wie entwickle ich denn eigentlich eine Android-Anwendung und gehen weiter über zu, was bedeutet es eigentlich, eine Anwendung vielleicht tatsächlich in einem realen Kontext zu entwickeln? Was gibt es für Einflussfaktoren oder überhaupt Faktoren, die irgendwie auf diesen Entwicklungsprozess, auf Entscheidungsprozesse einwirken können? Sie haben sich in dieser Woche vielleicht ja schon angeschaut, was es so zu dem Punkt Sicherheit vielleicht zu beachten gibt. Also wie können Sie Ihre Anwendung, die im Idealfall ja über den Play Store distributiert wird, also an andere Leute weitergegeben wird und verkauft wird, möglicherweise auch vor dem Zugriff von, in der Vorlesung heißt es immer Hackern, tatsächlich schützen können, um vielleicht irgendwie ungewollte Veränderungen oder unerlaubte Änderungen am Programmcode zu verhindern. Das ist ein Thema, was Sie ausprobieren können mit den entsprechenden Inhalten und Beispielen, die Sie im Ilias-Kurs finden. Wir werden aber, und das werden Sie gleich sehen, in der Übung uns nicht unbedingt mit diesem Thema beschäftigen, sondern in den Übungssitzungen werden wir versuchen, jetzt bis zum Ende des, bis zum Ende der Vorlesungszeit tatsächlich immer mit sehr praktischen Beispielen zu arbeiten. Also Sie werden weiterhin jede Woche so eine kleine Mini-App implementieren und diese etwas abstrakteren Themen, die bleiben dann der Vorlesung vorbehalten. Um was geht es dann tatsächlich? Sie lernen so ein paar Angriffsvektoren kennen. Also wie kann man theoretisch unerlaubt den Programmcode von einer Android-Anwendung ändern? Wie können Sie Ihre Projekte gegen diese bekannten Angriffsvektoren absichern? Was gibt es da vielleicht für Standards oder bestimmte Programmiertaktiken? Und Sie setzen sich auch ein bisschen damit auseinander, was denn jetzt neben vielleicht irgendwie so einem direkten Beeinflussen oder Manipulieren des Programmcodes noch für Probleme auftreten können hinsichtlich dieser Sicherheitsaspekte, wenn zum Beispiel Nutzer und Nutzerinnen irgendwie böswillig bestimmte Eingaben in ihrer Anwendung durchführen, die dann eben tatsächlich irgendwie ungewollte Konsequenzen haben. Also gehen da so ein bisschen darauf ein, wie man denn vielleicht mit einem sehr defensiven Programmierstil solche eben böswilligen Interaktionen mit der Anwendung verhindern kann. Wie gesagt, das wird jetzt auch in den nächsten Wochen so weitergehen, dass die Themen ein bisschen abstrakter werden. Wir beschäftigen uns jetzt in dieser Woche mit diesem Thema Sicherheit. Dann geht es weiter über solche Sachen wie die Monetarisierung, also was Sie tatsächlich für Möglichkeiten haben, denn mit solchen Android-Apps auch Geld zu verdienen, bis zu solchen Sachen wie eben Distributionskanälen wie dem Play Store. In den Übungen nochmal bleiben wir aber ganz konsequent bei dem handfesten Implementieren von Android-Anwendungen und bieten Ihnen jetzt wieder jede Woche die Möglichkeit, so eine kleine Anwendung selber zu implementieren und sich damit dann vielleicht auch ganz gut auf die tatsächlichen Projekte vorzubereiten. In dieser Woche ist es Ihre Aufgabe,
einen kleinen Taschenrechner zu implementieren. Und anders als in den Aufgaben vorher werden wir Ihnen oder haben wir Ihnen in diesem Fall eigentlich keine Vorgaben gemacht, was sowohl das User Interface als auch die Programmlogik tatsächlich angeht. Ihre Aufgabe ist es, am Ende einen Taschenrechner zu implementieren, mit denen die Nutzer und Nutzerinnen grundlegende mathematische Operationen nutzen können, also die vier Grundrechenarten verwenden können und eben entsprechend numerische Eingaben als Teil von irgendwelchen mathematischen Termen eingeben können. Das Einzige, was wir Ihnen mit dem Starterpaket ist eine kleine Hilfsklasse, mit der Sie einen mathematischen Term, der als String vorliegt, auswerten können und das Ergebnis zurückbekommen. Das Drumherum müssen Sie sich selber schaffen. Das heißt, Sie müssen jetzt anfangen, sich zu überlegen, wie kriegen Sie vielleicht ein User Interface hin, was wären vielleicht geeignete Elemente für dieses User Interface, wie interagieren Nutzer und Nutzerinnen mit dieser Anwendung und wie bauen Sie den Programmcode auf, der dann auf der Basis von den Eingaben der Nutzer und Nutzerinnen tatsächlich Ergebnisse berechnet und anzeigt. Also sind da relativ frei. Wir haben Ihnen Screenshots mitgegeben, die vielleicht so eine Richtung vorgeben können, aber Sie können am Ende eigentlich tatsächlich sich selber entscheiden, wie diese Anwendung ausschauen soll. Das wird nächste Woche dann genauso sein und übernächste Woche auch nochmal. Das heißt, Sie haben jedes Mal so eine kleine Aufgabe, die Sie bearbeiten können, ohne zu viele Vorgaben. Und natürlich ist das Ziel dahinter, dass Sie sich jetzt spätestens anfangen, auf die entsprechenden Projekte, die ja auch anstehen, vorzubereiten, indem Sie eben so langsam anfangen, über dieses ich implementiere irgendwie eine Anwendung, weil mir Schritt für Schritt eine Anleitung vorgegeben wird, zu ich mache mir Gedanken darüber, was eigentlich die Funktionen meiner Software sind, wie ich diese Funktionen durch ein geeignetes Software-Design und ein User-Interface umsetzen kann und dann letztendlich auch für die Nutzer und Nutzerinnen aufbereiten kann. Thema Projekte bringt mich dann auch zum letzten organisatorischen Punkt, den ich noch mit Ihnen durchgehen möchte. Sie haben ja schon letzte Woche gesehen, dass ich Ihnen eine E-Mail geschrieben habe, wo ich so grob skizziert habe, wie die Projekte ablaufen werden zeitlich. Und wir haben Ihnen jetzt für heute die entsprechenden ja, allgemeinen oder verbindlichen Informationen für den Projektablauf auch zusammengestellt und die werden heute Vormittag im ILIAS-Kurs dann veröffentlicht werden. Was Sie dann, ich glaube, so ab 10 Uhr im ILIAS-Kurs finden, ist eine detaillierte Projektbeschreibung. Das heißt, wie laufen diese Entwicklungsprojekte hier in diesem Kurs ab? Und eine erste Aufgabe, die Sie in dieser Woche erledigen sollen, und das ist das Zusammenstellen von Entwicklungsteams. Sie müssen sich in dieser Woche noch keine Gedanken darüber machen, was Sie tatsächlich für ein Thema bearbeiten werden, sondern erstmal ist es nur Ihre Aufgabe, uns zu sagen, mit welchen Leuten Sie tatsächlich ein Entwicklungsteam bilden wollen und dann an Ihrer App-Idee tatsächlich arbeiten möchten. Wenn wir das erledigt haben, also wenn wir Ende der Woche wissen, wer mit wem irgendwie in einem Team ist, dann beginnen wir in der nächsten Woche mit der Ausarbeitung der Projektthemen. Wir werden Sie dann in dem Livestream oder ich werde Sie in dem Livestream auch immer so ein bisschen anleiten, mit ein paar Informationen, was Sie machen können, um ein gutes Thema zu finden. Und wir werden dieses Thema mit Ihnen zusammen dann ausarbeiten. Nach einem bestimmten Katalog an Anforderungen, den Sie auch in dieser allgemeinen Projektbeschreibung im ILIAS-Kurs finden. Das machen Sie bis zum Ende des Monats, also Ende des Monats Juli. Und sollten bis dahin dann so ein kleines Tag, einen kleinen Text vorbereitet haben, in dem Sie Ihr Projekt beschreiben. Entsprechendes Template stellen wir Ihnen zur Verfügung. Dann schauen wir uns das nochmal final an und geben im besten Fall Ihr Projekt direkt frei. Dann sollten Sie erstmal eine kurze Pause machen und warten, bis die Klausur geschrieben ist. Die ist ja Voraussetzung dafür, dass Sie an den Projekten teilnehmen können. Und sobald die dann veröffentlicht ist, die, oder die Ergebnisse veröffentlicht sind, können Sie in die Arbeit, in die Implementierungsarbeit einsteigen und haben dann bis zum Ende der
des Semesters Zeit, ihr Projekt zu vervollständigen und einzureichen. Also wichtigste Punkte für die Projektarbeit, diese Woche ein Team finden. Im Ilias-Kurs können Sie auch gerne in dem Forum, was ich da freigeschaltet habe, nach Partnern und Partnerinnen suchen. Nächste Woche Beginn der Ausarbeitung eines Themas. Das wird bis zum Ende des Monats Juli abgeschlossen. Dann erfolgt die Projektfreigabe und nach der Klausur steigen Sie in die eigentliche Implementierungsarbeit ein. Das so als grober Überblick über die Projektarbeit. Und was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, ist erstmal vielleicht kurz einen Blick auf den Chat werfen, ob es irgendwelche Fragen gibt zu den Projekten. Also wenn Sie da irgendwie noch Informationen oder sowas brauchen, dann stellen Sie die jetzt gerne. Ich warte noch mal ganz kurz. Aber das schaut erstmal gut aus. Dann können wir zu unserem Thema für diese Woche im Stream übergehen. Und ich habe es ja schon angekündigt, ich würde gerne mit Ihnen in dieser Sitzung und in der nächsten Sitzung eine etwas komplexere App entwickeln und ich würde das gerne in zwei Schritten machen. Ich sage Ihnen gleich, um was es inhaltlich gehen soll. Und die beiden Schritte, in denen ich diese Anwendung mit Ihnen hier implementieren möchte, ist einmal so eine Designphase oder Konzeptionsphase und dann die eigentliche Implementierungsarbeit. Das heißt, wir schauen uns jetzt gleich an, in welche Richtung es gehen soll, also was wir für eine Art von App entwickeln wollen. Und dann werde ich anfangen, erstmal einen Plan zu machen. Also was brauchen wir vielleicht für User-Interface-Elemente? Wie könnten die ausschauen? Wie könnte der Nutzer, wie könnte die Nutzerin vielleicht mit diesem User-Interface interagieren? Wenn wir ungefähr wissen, wie unsere App funktionieren soll, also seitens der Schnittstelle zum Nutzer, zur Nutzerin hin, dann überlegen wir uns, wie wir diese Anwendung tatsächlich implementieren können. Das heißt, wir versuchen ein Software-Design zu planen. Und Software-Design heißt in dem Fall, wir überlegen uns, welche größeren Aufgaben durch welche Komponenten übernommen werden, wie wir vielleicht diese Komponenten in Form von Java-Klassen abbilden können und wie wir dann durch eine entsprechende Kommunikation oder ein bestimmtes Verhältnis zwischen diesen Komponenten unser Gesamtdesign für die Software umsetzen können. Also Software-Design heißt immer die Gestaltung der Aufgaben und Funktionen und vor allem Zusammenhängen von oder zwischen einzelnen greifbaren Komponenten. Das sind in der Regel in Java dann eben Klassen oder Interfaces, die irgendwie was miteinander zu tun haben. Und ist nur als Information so ein Level unter der Softwarearchitektur, die eher das große Ganze eines Softwaresystems beschreibt. Ah, jetzt ist doch noch eine Frage im Chat gekommen, dazu, wie Sie in dem Projekt gemeinsam zusammenarbeiten sollen. Ja, Sie haben ja jetzt bis immer alleine gearbeitet. Sie müssen jetzt kollaborativ zusammenarbeiten und das werden wir auch im Rahmen des Kurses vorbereiten. Wir haben ja jetzt noch 3 Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir werden Ihnen einmal technisch erklären, wie Git bzw. GitHub als Versionsverwaltungssystem funktioniert, weil Sie darüber Ihr Projekt einreichen sollen. Aber Sie sind nicht gezwungen, irgendwie durchgängig Versionsverwaltungssysteme einzusetzen. Wir werden Ihnen aber Tipps dazu geben, wie Sie das für die Gestaltung von der Arbeit zusammen tatsächlich nutzen können. Und wir würden Sie auch ermutigen, das auszuprobieren. Also ja, es gibt Hinweise sowohl technischer Natur für irgendwelche Werkzeuge für die kollaborative Zusammenarbeit. Und wir werden auch nochmal darauf eingehen, was es vielleicht für Methoden oder irgendwelche Techniken gibt, die Sie einsetzen können, um diese Arbeit untereinander zu gestalten. Sodass es dann nicht irgendwie darauf hinausläuft, dass Sie über Dropbox irgendwie den Quellcode teilen und dann 1000 Probleme haben, weil Sie gleichzeitig irgendwie an derselben Datei arbeiten. Und
Wir werden auch mit Ihnen gemeinsam, bevor es dann in die Projektarbeit geht, uns nochmal unterhalten, wie denn jetzt diese besondere Situation in diesem Semester, in der vielleicht nicht jeder in Regensburg ist und in der vielleicht nicht jeder irgendwie 8 Stunden im gleichen Raum mit irgendwie den Kollegen, den Kolleginnen zusammen programmieren möchte, wie wir da irgendwie nochmal besonders drauf eingehen können. Okay, dann fangen wir mal an und ich stelle Ihnen vor, was ich mit Ihnen entwickeln möchte. Ich würde gerne eine Anwendung entwickeln, die es Nutzern und Nutzerinnen erlaubt, so ein ganz einfaches Bilder-Tagebuch zu führen. Was ist die Idee? Die Idee ist, ich habe eine App und ich kann mit dieser App Fotos machen. Vielleicht erinnert mich die App auch daran, dass ich irgendwie jeden Tag ein Bild von mir mache oder von irgendwas anderem und habe dann irgendwann eine Sammlung von ganz, ganz vielen Bildern, die auch ein entsprechendes Aufnahmedatum haben. Meine App erlaubt es mir dann, aus diesem Pool an Bildern, die ich aufgenommen habe, so eine kleine Diashow abzuspielen. Das heißt, ich kann diese ganzen Bilder nehmen, die ich im Vorfeld aufgezeichnet habe, und kann die der Reihe nach abspielen und die Bilder werden dann immer für einen kurzen Moment angezeigt, so wie halt ein Video bzw. eine Diashow. Ich kann mich dann durch irgendwie so eine lange Reihe an aufgezeichneten Bildern durcharbeiten. Und das könnten Sie zum Beispiel nutzen, dass Sie irgendwie jeden Tag ein Bild von sich machen, über irgendwie einen längeren Zeitraum und sich dann vielleicht irgendwie anschauen, wie Sie sich verändert haben. Wenn Sie das irgendwie im März angefangen hätten, hätten wir jetzt alle irgendwie tolle Bilder davon, wie unsere Haare oder sowas länger geworden sind. Das ist die Idee. Und ich habe mir schon mal grob überlegt, wie das irgendwie funktionieren könnte. Ich habe irgendwie zwei Teilbereiche meiner Anwendung, die man so grob identifizieren kann. Ich habe irgendwo diesen Teilbereich, wo Bilder aufgenommen und vielleicht in der Übersicht dargestellt werden. Und ich habe einen, ups, einen zweiten Teilbereich, der dann die Wiedergabe von diesen aufgezeichneten Bildern tatsächlich ja, implementiert bzw. sich darum kümmert. Mehr habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Und auch wenn wir jetzt hier irgendwie schon so zwei Skizzen sehen, können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und tatsächlich uns überlegen, wie können wir jetzt diese App-Idee, nämlich so ein Bildertagebuch, tatsächlich Schritt für Schritt umsetzen. Und ich würde jetzt gerne vielleicht noch so 20 Minuten, 25 Minuten mit Ihnen zusammen diese Konzeptionsphase mal durchspielen. Das ist jetzt nicht super realistisch, weil wir natürlich jetzt schon ein bisschen einen Bias haben. Sie haben diese Screenshots gesehen. Ich habe mir auch schon ziemlich viele Dinge überlegt. Ich habe die App auch selber schon implementiert. Das heißt, ich bin da jetzt nicht völlig frei, aber wir können trotzdem mal zumindest so ein paar Techniken durchgehen, wie man jetzt vorgehen könnte, wenn das zum Beispiel Ihre Projektaufgabe wäre. Das ist vielleicht für ein Projekt in diesem Kurs ein bisschen zu wenig umfangreich, aber es könnte ja vielleicht in einer etwas aufgebauschten Variante tatsächlich auch was sein, was Sie umsetzen möchten. Und wir können uns jetzt anschauen, wie man dann vielleicht von dieser Idee zu einem konkreten Konzept kommt, mit dem man dann auch anfangen kann, diese Anwendung tatsächlich zu implementieren. Was wir jetzt hier ausklammern, ist, wie Sie zu dieser Funktionsbeschreibung kommen. Das akzeptieren wir jetzt einfach mal als gegeben. Also wir haben uns irgendwie überlegt, wir wollen so ein Bildertagebuch implementieren und wir haben jetzt schon ein Set an Funktionen, das wir ausgearbeitet haben. Also wir wissen, es sollen Bilder aufgenommen werden, die Bilder sollen angezeigt werden in der Anwendung und wir wollen die Möglichkeit haben, diese Bilder in Form von einer Diashow abzuspielen. Dazu müssten Sie im Rahmen von Ihrem Projekt tatsächlich erstmal kommen und selber diese Funktion sich irgendwie aber erarbeiten, indem Sie lange drüber nachdenken oder indem Sie vielleicht Leute fragen, die potenziell so eine App nutzen könnten und dann aus diesen Gesprächen oder diesen Überlegungen diese funktionalen Anforderungen Ihrer Anwendung generieren.
Das ist für uns jetzt schon gegeben. Und wir können. direkt irgendwie mit dem nächsten Schritt anfangen, uns zu überlegen, wie wir diese Funktionalität dann tatsächlich oder den Nutzern und Nutzerinnen bereitstellen. Und ich würde gerne damit anfangen, dass ich nochmal mir überlege, wie tatsächlich dieses User Interface für die Anwendung ausschauen könnte. Das wird jetzt wahrscheinlich dazu führen, dass ich einfach das aufzeichne, was Sie gerade auf den Folien gesehen haben. Aber ich möchte Ihnen nochmal zeigen, dass tatsächlich so einfache Sketches, einfaches Skizzieren von irgendwie Bereichen des User Interfaces, gerade mit Papier und Bleistift, eine sehr gute Technik ist, wo Sie sehr viel ausprobieren können, wo Sie sich sehr viel schon überlegen können, wo Sie auch abwägen können, ob vielleicht bestimmte Entscheidungen gut oder schlecht sind und wo Sie aus dem Ergebnis, was dabei rauskommt, dann auch sehr viele wichtige Erkenntnisse für den nächsten Schritt, nämlich die Umsetzung von diesem User Interface in Form der Anwendung tatsächlich ableiten können. Ich habe dazu ein bisschen was vorbereitet. Das nicht, das wollte ich Ihnen zeigen. Und zwar habe ich hier einfach ein Stück Papier vorbereitet, eine Kamera und einen Bleistift. Und wir können jetzt einfach mal anfangen, ein bisschen was aufzuzeichnen. Also ich versuche jetzt einfach mal, mir ein bisschen zu überlegen, wie diese App ausschauen könnte. Ich hoffe mal, dass Sie mich noch verstehen können. Mikrofon-Setup ist jetzt ein bisschen komisch. Sagen Sie mir einfach Bescheid im Chat, wenn irgendwie was unverständlich oder so ist. Ich fange jetzt einfach mal damit an, ein bisschen was zu skizzieren und erzähle Ihnen so ein bisschen dabei, was ich mir überlege. Das ist jetzt relativ frei. Das ist ja auch ein kreativer Prozess. Und worum es mir eigentlich vor allem geht, ist, Sie so ein bisschen zu ermutigen und zu ermuntern, das auch für Ihre App-Idee tatsächlich zu machen. Also das einfachste Werkzeug und das beste Werkzeug, was Sie in dieser Phase nutzen können, ist Papier und ist ein Stift und irgendwie möglichst viele Ideen, wie diese Anwendung ausschauen können. Sie haben noch keine Zeile Code implementiert, Sie müssen sich noch nicht mit XML oder sowas rumschlagen, sondern es geht jetzt einzig und allein darum, erstmal ein bisschen zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich für Elemente oder Bereiche, um diese Funktionalität der Anwendung tatsächlich zu nutzbar zu machen. Was brauche ich vielleicht auch für unterschiedliche Bildschirme oder Activities in meiner Anwendung, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Funktionalität bereitstellen? Wie interagieren dann die Nutzer und Nutzerinnen mit diesem User Interface? Wie verändert sich das User Interface? Kann ich mit dem, was ich mir dann irgendwie überlegt habe, überhaupt auch den Funktionsumfang der App hundertprozentig bereitstellen? Oder fehlt mir vielleicht irgendwie ein Element, um irgendwie bestimmtes Feedback zu geben oder eine bestimmte Funktionalität auszulösen? Das ist mein Smartphone. Ich habe ja einen ganz bestimmten
Formfaktor, ein ganz bestimmter physikalischer Kontext, in dem ich mich bewege. Und es ist nun mal in unserem Fall diese klassische Form eines Android-Smartphones, eben rechteckig, entweder in dieser Orientierung oder in dieser Orientierung, in der diese Anwendung verwendet werden kann. Und wenn ich mir das am Anfang erstmal aufzeichne, bevor ich irgendwie anfange, das User Interface zu skizzieren, dann habe ich schon mal diesen Rahmen tatsächlich, in dem ich mich jetzt irgendwie ausloben kann. Und ich fange nicht an, irgendwelche Elemente zu konzipieren, die in diesem Rahmen von diesem Gerät oder diesem UI-Rahmen überhaupt gar nicht mit einpassen. Das ist vielleicht irgendwie ein runden Bildschirm oder ein Bildschirm, der wesentlich größer oder so ist, tatsächlich voraussetzen. Was auch nicht schadet ist, sich vielleicht tatsächlich zu überlegen, gibt es vielleicht irgendwelche Standardelemente, die immer auf diesem Bildschirm, den ich versuche zu skizzieren, vorhanden sein sollten. Und vielleicht ist das in unserem Fall diese Action-Bar oder App-Bar, die in vielen Anwendungen hier oben im Bildschirm angezeichnet wird. Die wollen wir jetzt vielleicht in diesem Frame oder in dieser Skizze gar nicht beachten. Deshalb graue ich die mal so ein bisschen aus. Und habe dann den restlichen Teilbereich von dieser vorbereiteten Skizze, um mir Gedanken über jetzt die konkrete Szene oder den konkreten Bereich meiner Anwendung zu machen, den ich hier skizzieren möchte. Jetzt sollten wir uns überlegen, was wir eigentlich skizzieren möchten. Und ich würde gerne mit Ihnen als erstes diesen ersten Bildschirm der Anwendung mir überlegen, in dem die Bilder angezeigt werden, die aktuell schon aufgenommen worden sind und in denen die Elemente bzw. Schaltflächen vorhanden sind, um entweder ein neues Bild hinzuzufügen oder die aktuelle Sammlung in Form von so einer Diashow abzuspielen. Ich fange mal mit einer neuen Seite an, damit wir komplett neu tatsächlich anfangen können. Und ich schreibe mir irgendwo mal hin, was ich eigentlich aufzeichnen möchte. Das ist in meinem Fall jetzt einfach die Main Activity. Ist kein so toller Name. Vielleicht hätte man an dieser Stelle schon über irgendwie was anderes nachdenken sollen. Man sollte sich vielleicht auch überlegen, ob wir überhaupt schon von Activity sprechen sollten, weil wir wissen ja vielleicht gar nicht, ob das Ganze tatsächlich wirklich eine Activity wird. Vielleicht wird es ja auch ein Fragment, also irgendwie technische Sachen vorwegnehmen sollten wir nicht machen. Und ein guter Bezeichner vielleicht ist tatsächlich einfach Start Screen. Das ist technisch noch irgendwie ungebunden. Das kann eine Activity sein, das kann ein Fragment sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Es ist jetzt einfach erstmal nur ein abstrakt definierter Teilbereich unserer Anwendung, der ein User Interface hat, über das die Nutzer und Nutzerinnen mit diesem Teilbereich interagieren können. Also streichen wir das hier durch und das ist das, was wir jetzt heute oder in diesem Moment jetzt skizzieren möchten. Den Startbildschirm unserer Anwendung mit eben der Darstellung der bereits aufgenommenen Bilder und den Schaltflächen, um die Kernfunktionalität unserer Anwendung zu nutzen. Ich mache mir wieder mein Rechteckrahmen. Ich gehe wieder davon aus, dass ich hier oben meine App-Bar habe. Und fange mir jetzt an, Gedanken zu machen. Was ich gerne machen wollen würde, wäre irgendwie die Bilder alle anzeigen, die aktuell aufgezeichnet worden sind. Und das ist jetzt eine Entscheidung, die ich treffe. Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig irgendwie darstellen wollen, dann ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit so einen Grid-Layout. Also ein Gitternetz, eine Matrix, in der Sie die Bilder eben in Zeilen und Spalten anordnen. Das ist jetzt irgendwie
eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, wie Sie diese einzelnen Bilder anzeigen können. Vielleicht wollen Sie die gar nicht sichtbar machen, sondern vielleicht nur sagen, wie viele Bilder im Speicher schon vorhanden sind. Aber in meinem Überlegungsprozess war das Ergebnis eben, dass ich in diesem Startbildschirm tatsächlich alle vorhandenen Bilder anzeigen möchte. Und eine Lösung dafür ist die Verwendung von so einem Grid, in dem die Bilder dann eben zeilen- bzw. spaltenweise direkt hier angezeigt werden. Das können wir jetzt einfach mal skizzieren in diesem Layout. Ich mache mir so eine Darstellung von vielleicht drei Reihen, in denen die Bilder drin sein sollen. Und habe dann hier irgendwie mein Gitternetz. Und da sollen die einzelnen Bilder tatsächlich dargestellt werden. Sie können auch, wenn Sie solche Skizzen machen, gerne diese Sachen annotieren. Also ich kann zum Beispiel vielleicht einfach mal notieren. Dass vielleicht hier irgendwie alle Bilder aus dem Speicher der App dargestellt werden sollen. Dann brauche ich eine Möglichkeit, wie die beiden Kernfunktionen unseres User Interfaces oder unserer Anwendung ausgelöst werden. Ich habe einmal die Möglichkeit, dass ich das Ganze um ein weiteres Bild bereichere. Das heißt, dass ich aus dieser Ansicht heraus ein neues Bild aufnehme und ich habe die Möglichkeit, dass ich die Bilder, die ich hier dargestellt habe, in entsprechend einer Diashow oder sowas anzeige. Das heißt, ich brauche jetzt hier irgendwie in diesem User Interface eine Möglichkeit, wie ich diese beiden Aktionen tatsächlich auslöse. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele Varianten. Sie könnten sich überlegen, was soll passieren. Sie wollen irgendwie, dass der Nutzer, die Nutzerin Ihnen mitteilt, dass jetzt eine bestimmte Aktion ausgelöst wird. Und das Einfachste wäre vielleicht tatsächlich einen Button oder sowas einzuzeichnen. Also ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht nicht die beste Idee ist. Ich mache hier unten so einen Standard-Android-Button hin. Da schreibe ich vielleicht Play rein und ich habe vielleicht hier einen zweiten Button. Da schreibe ich Kamera rein. Kann man jetzt nicht lesen, weil es ein bisschen klein ist. Kamera, das soll irgendwie das Aufnehmen von dem Bild tatsächlich auslösen. Und das wäre jetzt irgendwie so die erste Iteration von diesem Screen. Was Sie auf keinen Fall machen sollten, ist an dieser Stelle aufhören und sagen, okay, dann setzen wir das so um. Idealerweise im Rahmen von Ihren Projekten machen Sie diese Phase, diese Ausarbeitung von dem User Interface zusammen. Das heißt, Sie sitzen nicht alleine da oder nicht nur eine Person überlegt sich, wie das Ganze ausschauen könnte, sondern es machen vielleicht mehrere Leute unterschiedliche Vorschläge. Das heißt, jemand anders aus dem Team überlegt sich, die gleiche Schaltfläche oder das gleiche User Interface, den gleichen User Interface Bereich und konzipiert einen alternativen Vorschlag dafür. Also vielleicht setzt sich irgendjemand von Ihrem Team hin, zeichnet sich auch so einen Rahmen für die Anwendung, vielleicht auch mit so einer App-Bar. Vielleicht ist diese Idee, die Bilder in einem Gitternetz anzuzeigen, so naheliegend, dass dieser Teil in dem zweiten Vorschlag oder in dem zusätzlichen Vorschlag genauso gelöst wird. Und für das Auslösen von der Interaktion überlegt sich jetzt aber diese Person vielleicht was anderes. Vielleicht kommt die Person auf die Idee, dass es irgendwie eine gute Idee wäre, in dieser App-Bar oben diese beiden Interaktionselemente umzusetzen bzw. hinzuzufügen. Also vielleicht ist da dann irgendwie so ein Kamerasymbol und vielleicht irgendwie ein
Symbol zum Abspielen von den aufgenommenen Bildern. Dann hätten wir einen zweiten Vorschlag für diese gleiche Activity mit irgendwie einem kleinen Unterschied, was die Interaktionselemente angeht. Jetzt könnte man sich überlegen, okay, wir haben jetzt zwei konkurrierende Vorschläge. Wir überlegen uns, welchen wir auswählen wollen, oder wir überlegen uns nur, welcher uns besser gefällt, und versuchen dann den nochmal zu erweitern. Also versuchen Sie diesen ganzen Prozess jetzt irgendwie, auch wenn das jetzt in diesem Beispiel ein bisschen absurd ist, weil es ja gar nicht so viel gibt, möglichst iterativ durchzuführen. Also hören Sie nicht irgendwie auf, wenn Sie eine Lösung gefunden haben, wo Sie für jede Funktion irgendwie einen Button haben, sondern versuchen Sie tatsächlich, sich zu überlegen, welche der konkurrierenden Vorschläge ist vielleicht ein bisschen besser und können wir den noch weiter verbessern. Und vielleicht kommen Sie dann zu dem Schluss, und ich überlege das jetzt einfach mal, beziehungsweise fantasiere da so ein bisschen, weil Sie natürlich auch zu einem anderen Schluss kommen könnten, dass vielleicht diese Variante besser ist als diese. Warum? Was könnte man da irgendwie als Argument einführen? Wir wissen ja, das haben wir gelernt, diese Action Bar hier oben, die soll ja genau dazu dienen, so kontextsensitive Interaktionen, die was mit dem aktuell dargestellten User Interface zu tun haben, auszulösen. Und wenn wir hier so ein User Interface haben, wo diese Bildersammlung in unserem Picture Diary angezeigt wird, dann liegt es ja vielleicht irgendwie nahe zu sagen, dass diese Aktionen, um diese Sammlung zu erweitern oder abzuspielen, vielleicht tatsächlich zum aktuellen Kontext gehören, und dann könnten wir die über diese App oder Action Bar tatsächlich darstellen. Und diese Buttons, die da irgendwie so lustlos am Boden rumstehen, die vergessen wir vielleicht. Wir übernehmen die Variante aus dem zweiten Vorschlag und denken dann da nochmal drüber weiter nach, ob es vielleicht noch irgendwie Verbesserungsvorschläge gibt. Und versuche jetzt mal, mir noch einen dritten Vorschlag zu überlegen, ausgehend von dieser Variante. Was könnte man da vielleicht noch irgendwie verbessern? Man könnte sich zum Beispiel überlegen, gibt es vielleicht irgendwie in Android eine andere Variante, ein anderes User-Interface-Element, um diese Schaltflächen umzusetzen? Also gibt es vielleicht irgendwie eine Best Practice, eine UI-Konvention, die an dieser Stelle vielleicht sinnvoll wäre? Und wenn Sie privat ein Android-Gerät verwenden, ich mache mal ganz kurz die unkritischen Sachen direkt, damit wir weitermachen können. Das ist irgendwie gegeben, dieses Grid, das übernehmen wir so. Wenn Sie selber eine Android-Anwendung verwenden, dann sind Ihnen vielleicht schon mal diese Floating Action Buttons aufgefallen in dem Material Design von Android-Anwendungen. Das haben wir zum Teil auch schon im Kurs hier verwendet. Das sind diese Buttons, die meistens unten rechts in dem Bildschirm angezeigt werden, die entweder eine singuläre Aktion auslösen oder die so ein zusätzliches Menü an Schaltflächen aktivieren, die dann bestimmte Aufgaben oder Features auslösen lassen, die auch wieder was mit dem aktuellen Bildschirm zu tun haben. Also die Idee ist so ein bisschen von diesem Floating Action Button, dass wir einen User Interface Bereich haben und dass wir bestimmte Funktionen haben, die mit diesem User Interface Bereich durchgeführt werden können, und die werden auf dem User Interface durch diese Action, durch diese Floating Action Buttons dann tatsächlich repräsentiert. Also die liegen auf dem User Interface und geben uns so Zugriff auf Kontextfunktionen. Das könnten wir hier irgendwie als Vorschlag vielleicht auch mit einarbeiten, und wir wollen die Sachen vielleicht nicht mehr in der App-Bar anzeigen, sondern wir überlegen uns, dass wir einen Floating-Action-Button haben, und
wir haben ja zwei Aktionen, das heißt, ein Button reicht nicht. Deshalb sollen wir oder wollen wir, dass vielleicht, wenn auf diesen Button draufgeklickt wird, die zusätzlichen Funktionen, die möglich sind, eingeblendet werden in Form von weiteren Buttons. Und da ich das jetzt nicht in einer Skizze darstellen kann, also diese Veränderung, was passiert, wenn auf den Button draufgeklickt wird, mache ich mir eine zweite Skizze. Die schaut dann so ähnlich aus wie die erste und ich kennzeichne mir oder ich schreibe mir, ich male mir diese beiden zusätzlichen Buttons rein. Einmal den Play-Button und vielleicht den Button, um ein Bild aufzunehmen. Das soll eine Kamera sein. Ich weiß, das erkennt man vielleicht nicht. Und kann mir dann auch in so einer Papierskizze eine Verbindung zwischen diesen beiden aufgezeichneten UI-States aufbauen. Das ist irgendwie State 1, State 2. Und kann dann in so einer Skizze nicht nur einen statischen Screen oder einen statischen Bildschirm von meiner Anwendung skizzieren und mich irgendwie darüber austauschen, was ich für User-Interface-Elemente brauche, sondern sie können tatsächlich, indem sie dann eben mehrere Phasen von vielleicht irgendwie so einer Interaktion durch mehrere von diesen Skizzen darstellen, dann auch tatsächlich diese Veränderungen, die durch Interaktion im User-Interface möglicherweise ausgelöst wird, hier schon einfach auf dem Papier vorwegnehmen. Und jetzt haben wir nicht nur einen überarbeiteten Vorschlag für unser User-Interface überlegt, also wir haben irgendwie hiermit begonnen, das hat uns nicht gefallen, das hat uns besser gefallen. Wir haben es nochmal neu umgesetzt, um diesen Floating Action Button mit einzuführen und wir haben sogar noch dann innerhalb dieses Vorschlags einen zweiten State skizziert, der dann angezeigt wird, wenn die Nutzer auf diesen Button draufklicken. Dann werden nämlich die beiden Schaltflächen sichtbar, um eben die weiteren Funktionen auszulösen. Das soll jetzt kein Beispiel dafür sein, dass dieses User Interface unglaublich toll ausschaut und dass Sie das unbedingt auf diesem Weg machen sollen. Ich wollte Ihnen jetzt nur so ein bisschen zeigen, wie ganz, ganz grob zusammengefasst so ein iterativer Prozess tatsächlich irgendwie wie ablaufen kann. Und versuchen Sie das vielleicht auch in Ihren Projekten umzusetzen. Das heißt, wenn Sie grob wissen, was Sie vielleicht für eine Projektidee verfolgen möchten und sich dann anfangen zu überlegen, wie das in dem User Interface ausschauen könnte, dann beginnen Sie tatsächlich so einen iterativen Sketching-Prozess. Setzen Sie sich vielleicht irgendwie nicht im gleichen Raum im Moment, aber irgendwie über Skype oder so zusammen. Legen Sie fest, über welchen User Interface Bereich Sie jetzt gerade nachdenken. In unserem Fall war das dieser Startbildschirm. Besprechen Sie nochmal grob, was die Aufgaben von diesem Bildschirm sind. Erarbeiten Sie einzeln Vorschläge für diesen Bereich. Sprechen Sie darüber. Tauschen Sie sich darüber aus, welche Sachen gut sind, welche Sachen funktionieren könnten und welche vielleicht nicht funktionieren könnten. Wählen Sie einen Vorschlag aus, der vielversprechend ist und versuchen Sie den dann wieder im gleichen Prozess iterativ weiterzuentwickeln. Und irgendwann kommen Sie dann, weil Sie alle zusammenarbeiten und weil Sie immer irgendwie den besten Vorschlag weiterentwickeln zu eben einem Vorschlag oder einer Skizze, die nicht nur von allen Teammitgliedern akzeptiert wird, sondern die wahrscheinlich auch die Quintessenz der besten Ideen aus Ihrem Team heraus ist. Also versuchen Sie tatsächlich diesen Filterprozess möglichst lange irgendwie durchzuführen und möglichst viele Ideen da reinzubringen. Also die beste Möglichkeit, irgendwie eine gute Idee zu haben, das Zitat kennen Sie, ist irgendwie viele Ideen zu haben. Wir haben das jetzt für den ersten Bildschirm gemacht und wir brauchen noch so einen zweiten Bildschirm, in dem dann diese Diashow angezeigt wird.
von den ausgewählten Bildern. Und auch da fange ich jetzt einfach erstmal an, eine Skizze zu machen, wie das ausschauen könnte. Ich habe irgendwie mein Rechteck für meine Android-App, für meinen Bildschirm. Ich habe vielleicht auch hier wieder meine App-Bar, die oben am Bildschirm angezeigt wird. Und jetzt muss ich kurz mal nachdenken, was soll auf diesem Bildschirm passieren? Die Bilder sollen irgendwie in so einer Diashow abgebildet werden. Ich möchte als Nutzer oder Nutzerin vielleicht immer wissen, wann dieses Bild aufgenommen worden ist. Und ich möchte wahrscheinlich irgendwie diese Diashow auch steuern können. Also irgendwie auf das Playback Einfluss nehmen. Vielleicht mal pausieren, wenn ich irgendwie mir ein Bild ein bisschen genauer anschauen möchte. Das sind so die Kernfunktionalitäten, die, wenn dieser Bildschirm, den wir jetzt hier skizzieren, sichtbar ist, die Nutzer und Nutzerinnen wahrscheinlich durchführen wollen. Und dann können wir uns überlegen, was brauchen wir für User Interface Elemente, um diese Funktionalität umzusetzen. Ich brauche wahrscheinlich einen Bereich, in dem ich das Bild anzeige. Kann mal hier irgendwie so kleine Person skizzieren. Das ist irgendwie das aktuelle Bild. Dann brauche ich wahrscheinlich irgendwie eine Möglichkeit darzustellen, wann dieses Bild aufgenommen worden ist. Also vielleicht irgendwie sowas wie einen Text-View oder einen Textbereich, in dem einfach das Aufnahmedatum steht. Ist jetzt nicht sonderlich schön, aber geht jetzt erstmal um das Vorhandensein der notwendigen Schaltflächen. Vielleicht habe ich das irgendwie gestern aufgenommen, dieses Bild. Dann wird mir das angezeigt und ich brauche vielleicht irgendwie so klassische Schaltflächen, um tatsächlich das Playback, was jetzt da angezeigt wird, steuern zu können. Und wenn Sie irgendwie so eine Diashow haben, dann wird es vielleicht so ähnlich sein wie irgendwie einen Videoplayer. Und es gibt irgendwie klassische Icons und Kontrollflächen, um irgendwie einen Videoplayer zu steuern, mit denen irgendwie jeder Nutzer und Nutzerin was anfangen kann. Und wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, sich irgendwie an diese Vorgaben irgendwie zu halten. Also überlegen Sie sich nicht irgendwie komplett neu, wie Sie jetzt irgendwie ein neues Konzept für die Steuerung von einem Video tatsächlich umsetzen können, sondern denken Sie immer beim Entwickeln von einem User Interface daran, was gibt es denn irgendwie für Konventionen, was gibt es für Best Practices und wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dass Sie selber sich was ganz Neues ausdenken, dann benutzen Sie die doch einfach. Und vielleicht tut es dann ja tatsächlich an dieser Stelle einfach so einen Play-Button, mit dem ich diese Diashow dann tatsächlich starten kann. Und vielleicht können wir auch hier uns überlegen, dass wir vielleicht unterschiedliche Varianten von diesem Bereich haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten unserer Anwendung. Und vielleicht möchte ich auch unterscheiden, dass es eine Variante davon gibt, in dem die Diashow gerade läuft und in dem dann über eine andere Variante von dem Button theoretisch das Ganze pausiert werden kann. Auch hier wieder Skizzen unbedingt irgendwie annotieren, damit Sie wissen, was Sie tatsächlich damit gemeint haben. Also, ich mache es mal ganz kurz vollständig. So, das ist der User Interface Bereich, um den es geht. Den skizziere ich hier gerade. Ich habe zwei States von diesem Bildschirm mir aufgezeichnet. Einmal den, wenn die Diashow gerade pausiert ist, da kann ich dann mit dem Play-Button die Diashow starten und dann wechsle ich in den Playing State und da kann ich mit dem Pause-Button, der dann eingeblendet wird, die Wiedergabe wieder beenden. Ob das jetzt
genauso ausschauen muss. In der finalen Version nicht wichtig. Worum geht es mir? Denken Sie auch darüber nach, dass wenn Sie einen Teilbereich von Ihrem User Interface skizzieren, es vielleicht unterschiedliche Varianten davon gibt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf Basis von einem unterschiedlichen Anwendungszustand dann eingeblendet werden. Vielleicht könnte das jetzt irgendwie wieder die Grundlage von so einem kollaborativen Sketching sein. Das heißt, Sie könnten damit jetzt wieder vielleicht vergleichen, was haben Ihre Teamkollegen und Kolleginnen denn so skizziert, was haben die vielleicht für Elemente eingefügt. Fehlt vielleicht hier irgendwie was, was wichtig wäre oder sinnvoll wäre? Wollen wir vielleicht irgendwie noch anzeigen, wie viele Bilder insgesamt abgespielt werden? Also wollen wir vielleicht irgendwie sowas haben wie vielleicht irgendwie so einen Bild 7 von 100 oder sowas oder Bild 11 von 1337 Bildern. Brauchen wir das vielleicht irgendwie? Ist das Teil von unserem Anforderungskatalog gewesen, dass diese Information angezeigt wird und hat vielleicht in dieser Variante dieses User Interface Element gefehlt und wir hätten dann eine bestimmte Funktion für die Nutzer und Nutzerinnen gar nicht umsetzen können? Also immer irgendwie nachdenken, gibt es irgendwie hier noch Lücken, und ich würde später als Programmierer, Programmiererin dann die Aufgabe haben, auf diesem Bildschirm eine gewisse Funktionalität umzusetzen, aber in dem Design, das mir als Vorgabe gemacht worden ist, gibt es gar keinen Bereich, um diese Information an die Nutzer und Nutzerinnen zu kommunizieren. Das heißt, immer irgendwie vollumfänglich darüber nachdenken, was soll hier eigentlich passieren. Und dann wieder in diesen iterativen Prozess einsteigen und versuchen, aus einem ersten Vorschlag, einem zweiten Vorschlag, einem dritten Vorschlag und so weiter zu entwickeln, bis sie dann irgendwann tatsächlich in der Variante angekommen sind, die sie alle irgendwie als die beste Idee tatsächlich ansehen. Okay. Gehen wir mal davon aus, dass wir das gemacht haben. Über vielleicht mehrere Iterationen und in Ihrer Anwendung dann vielleicht auch wesentlich umfangreicher, weil Sie vielleicht nicht nur zwei Bildschirme haben, sondern drei oder vier Bildschirme. Dann kommen Sie irgendwann zu dem Punkt, wo Sie sagen können, Augenblick, Sie wissen jetzt grob irgendwie, wie Ihre Anwendung ausschauen soll. Das ist der Teil, der irgendwie was mit den Nutzern und Nutzerinnen zu tun hat. Und ich glaube, da spreche ich zumindest für die Studierenden, die irgendwie in Regensburg Medieninformatik studieren. Das sollte immer irgendwie so unser erstes Anliegen sein. Also bevor wir irgendwie darüber nachdenken, wie wir das Ganze umsetzen, wie wir es uns als Entwickler oder Entwicklerin leichter machen können, weil wenn ich vielleicht nur einen Button hätte, dann könnte ich das schneller entwickeln. Und wenn ich vielleicht alle Ausgaben nur einfach über Text mache, dann muss ich mir über keine schwierigen bildverarbeitenden Sachen oder sowas Gedanken machen. Das sollte niemals irgendwie unsere Prämisse sein. Wir sollten immer daran denken, was sollen wir in dieser App erreichen und was sollen wir für einen Mehrwert für die Nutzer und Nutzerinnen anbieten. Und auf dieser Basis konzipieren wir unser User Interface, konzipieren die Interaktion der Nutzer und Nutzerinnen mit dieser Anwendung und kommen dann irgendwann zu einem Ergebnis, was zumindest auf der Basis unseres Kenntnisstandes wahrscheinlich die beste Form dieser Anwendung für die Nutzer und Nutzerinnen darstellt. Also User-Centered Design. Wir beginnen bei den Nutzern und Nutzerinnen und entwickeln für diese eine bestmögliche Variante. Und weil die Nutzer und Nutzerinnen erstmal hauptsächlich mit dem User Interface interagieren, also mit dem sichtbaren Teilbereich unserer Anwendung, beginnen wir da und überlegen uns die bestmögliche Form davon. Da müssen wir aber irgendwann uns am Anfang Gedanken darüber zu machen, wie wir als Entwickler und Entwicklerinnen dann dieses User Interface umsetzen. Also wie wir auf der Basis des entstandenen und der skizzierten Teilbereiche unserer Anwendung dann tatsächlich die fertige App rausmachen. Das heißt, wir steigen dann irgendwann um aus dieser Designphase in die Implementierungsphase und müssen das tatsächlich dann in Form von Java-Code umsetzen.
sind zwei Bereiche, die wir dann als Aufgabe haben, die man in einem größeren Softwareprojekt auch parallel oder zumindest durch unterschiedliche Personen vielleicht umsetzt, nämlich einmal das Umsetzen von diesem Design. Das heißt, da werden XML-Layouts erstellt, es wird versucht, diese Gestaltung, die wir jetzt irgendwie skizziert haben, durch tatsächliche Android-Komponenten umzusetzen und dann das Implementieren der Programmlogik, das heißt das Entwickeln des eigentlichen Java-Codes. Und auch hier wieder, wenn wir dann über den tatsächlichen Java-Code sprechen, sollten wir, bevor wir jetzt anfangen, einfach drauf loszuentwickeln, wieder so eine Planungsphase haben. Also genauso wie wir das User-Interface skizzieren, versuchen wir auch, das Software-Design zu skizzieren. Wir überlegen uns vorher, wie wir jetzt diese ganzen Funktionalitäten auf verschiedene Komponenten aufteilen können und wie wir die dann schrittweise umsetzen bzw. implementieren und miteinander interagieren lassen können. Auch hier wieder ist Papier und Bleistift eigentlich ein super Werkzeug dafür. Und wir können vielleicht nochmal gemeinsam ein paar Minuten anfangen, das gleiche, was ich Ihnen jetzt irgendwie für das User Interface vorgemacht habe und Ihnen für Ihr eigenes Projekt ans Herz gelegt habe, auch für das Software Design umzusetzen. Ich wechsle mal wieder zu meinem Papierwerkzeug. Nochmal, das ist von allen Sachen, die Sie verwenden können, wahrscheinlich tatsächlich in dieser Planungsphase das beste Werkzeug. Also unterschätzen Sie nicht Papier und Bleistift oder Kugelschreiber in meinem Fall. Das ist wesentlich nachgiebiger und geduldiger als irgendwelche elektronischen Werkzeuge. Es gibt tolle Werkzeuge, mit denen Sie auch so ein Software-Design und natürlich auch ein User-Interface elektronisch planen und umsetzen können. Es gibt Prototyping-Tools, die vielleicht dann auch tatsächlich interaktive Skizzen gestalten lassen, aber fangen Sie am besten immer mit diesem klassischen Papier an. Da können Sie schneller arbeiten, Sie können mehr Ideen verfolgen und wechseln Sie vielleicht erst dann, wenn es wirklich sinnvoll ist, zu sowas wie einem elektronischen Sketching-Tool. Okay, wir haben aber schon User Interface und was wir jetzt brauchen, ist irgendwie ein Software-Design. Und wie Sie das jetzt irgendwie auf Papier bringen, das ist Ihnen völlig selbst überlassen. Ich zeige Ihnen jetzt einfach nur mal, wie ich vielleicht irgendwie an diese Aufgabe rangehen könnte, aber Sie müssen das nicht irgendwie so machen. Es ist ein ganz persönlicher Prozess irgendwie, wie Sie so am Anfang sich überhaupt erstmal ein Bild davon machen, wie Ihre Anwendung aufgebaut sein könnte und was Sie eigentlich umsetzen müssen. Wenn wir ein grobes Gefühl dafür haben, was wir da brauchen und wie diese Komponenten vielleicht aufgebaut sein können, dann gibt es auch wieder Werkzeuge, standardisierte Werkzeuge, mit denen wir so ein Software-Design skizzieren können. Denken Sie an sowas wie UML, dieser Markup, beziehungsweise ja, eigentlich ist es keine Markup-Sprache, sondern es ist eine Sprache, mit der Sie Zusammenhänge, Graphen oder sowas darstellen können. Eine Modellierungssprache, mit der Sie dann auch so Architekturen oder Abläufe in Software skizzieren können. Das ist irgendwie so der nächste Schritt, wenn Sie dann tatsächlich vielleicht auch für andere Leute eine Vorgabe skizzieren möchten, wie Ihre Software aufgebaut sein soll, dann können Sie zu so standardisierten Instrumenten greifen. Sie müssen das aber nicht von Anfang an machen. Also Sie müssen sich nicht irgendwie den UML-Editor schnappen und dann quasi von null auf anfangen, Ihre Klassen zu planen. Auch hier gilt wieder, Papier ist irgendwie ein guter Startpunkt. Und was irgendwie inhaltlich ein guter Startpunkt ist, wenn Sie jetzt über das Software-Design nachdenken, ist tatsächlich erstmal festzuhalten, was Ihre App eigentlich funktional tun soll. Also was gibt es irgendwie für grobe Teilbereiche Ihrer Anwendung, die Sie umsetzen müssen durch Code. Also was sind eigentlich die großen Trennlinien innerhalb Ihres Quellcodes? Wo können Sie vielleicht später
Packages oder Klassen dann tatsächlich einsortieren. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir uns ganz, ganz viele Gedanken über die Software gemacht haben, dass wir ja auch irgendwie zu einer Anforderungsliste gekommen sind und wir wissen, was jetzt diese Picture Diary App tatsächlich tun soll. Wir wissen, was die Kernfunktionalitäten sind und transportieren das jetzt in ein Software-Design. Das funktioniert nur dann, wenn Sie tatsächlich ein gutes Verständnis davon haben, was eigentlich in Ihrer App passieren soll. Wenn Sie noch überhaupt nicht wissen, was der Mehrwert ist, der generiert werden soll, wenn Sie nicht wissen, wie die Nutzer und Nutzerinnen mit dieser Anwendung interagieren sollen, wenn Sie nicht wissen, vielleicht auch welche Artefakte oder Ergebnisse produziert werden sollen von der Anwendung, dann wird es Ihnen schwerfallen, ein Software-Design zu entwickeln. Also ein Software-Design setzt voraus, dass Sie Wissen darüber haben, was in dieser Anwendung tatsächlich passieren soll. Wenn Sie das nicht haben, wenn Sie irgendwie noch überhaupt nicht wissen, was in dieser Anwendung passiert, was zum Beispiel tatsächlich der Mehrwert ist, der generiert wird, was vielleicht der Ablauf in der Anwendung ist, also durch welche States irgendwie diese Anwendung durchläuft, dann sollten Sie lieber nochmal an den Anfang zurückkehren, diese Wissenslücken schließen und erst dann tatsächlich mit der Ausarbeitung von so einem Software-Design anfangen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir das grob irgendwie wissen. Und überlege mir jetzt mal so ein paar große Teilbereiche. Also ein großer Bereich ist auf jeden Fall das Aufnehmen von neuen Bildern. Damit startet ja irgendwie unser Anwendungsablauf. Wir können nichts in dieser Anwendung tun, wenn die Nutzer und Nutzerinnen nicht mindestens ein Bild aufgenommen haben. Das heißt, wir haben irgendwie so einen großen Bereich Bilder oder Kamera. Vielleicht so, dass Sie es auch lesen können. Ich war jetzt schon wieder in meiner eigenen Welt und habe es die ganz vergessen. Aber Sie sollen natürlich lesen können, was ich hier aufschreibe. Das ist irgendwie eine Aufgabe. Bilder aufnehmen. Was haben wir sonst noch für Aufgaben in dieser Anwendung, die wir irgendwie in unserem Software-Design berücksichtigen sollen? Wir müssen diese Bilder anzeigen in einer Gitterdarstellung. Was sind weitere Aufgaben, die man irgendwie aus dem, was wir über die Anwendung wissen, möglicherweise ableiten kann? Die Anwendung muss irgendwie wissen, welche Bilder aufgenommen werden. Und ein Punkt, den ich jetzt gar nicht explizit angesprochen habe, diese Anwendung muss das auch über mehrere Sitzungen tatsächlich wissen. Also diese Anwendung, dieses Bilder-Tagebuch macht natürlich nur Sinn, wenn ich das nicht nur in einem Moment nutzen kann, sondern wenn ich das tatsächlich jeden Tag verwenden kann, um ein Bild aufzunehmen und dann über einen längeren Zeitraum tatsächlich mir irgendwie mein Bildertagebuch zusammenbaue. Das heißt, eine wesentliche Anforderung an diese Anwendung wird sein, dass ich diese Bilder auch irgendwie abspeichere. Also ich muss irgendwie Bilder speichern. Was muss ich noch machen? Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass diese Bilder wiedergegeben werden, dass diese Diashow abgespielt wird. Und ich glaube, dass das jetzt irgendwie so die vier Kernfunktionen dieser Anwendung sind. Das ist erstmal so das Top-Level. Das hat noch überhaupt keine Ordnung. Das ist jetzt vielleicht zufällig irgendwie ausgewählt, aber das sind irgendwie so die vier größeren Punkte, die vier größeren Funktionalitäten, die ich in meiner Anwendung irgendwie umsetzen muss. Und
Die sind schon mal vielleicht für mich irgendwie der Hinweis, dass ich entlang dieser Kategorien tatsächlich auch die weiteren Softwarekomponenten, die ich jetzt irgendwie für die Umsetzung von dieser Funktionalität implementieren muss, tatsächlich entlang dieser Struktur irgendwie anordnen kann. Also wenn ich mir jetzt irgendwie überlege, ich habe hier irgendwie diesen Punkt Bild speichern, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie in meiner Anwendung in irgendeiner Form vielleicht einen persistenten Speicher brauchen, vielleicht sowas wie eine Datenbank. Dann brauche ich vielleicht irgendwie eine Klasse, die den Zugriff auf diese Datenbank abbildet. Also irgendwie klassischerweise das, was wir in den letzten Aufgaben dann immer gemacht haben, so einen Helper, so eine Hilfsklasse, die den Zugriff auf zum Beispiel die Room-Datenbank dann abstrahiert. Ich brauche diese ganzen Zusatzklassen, diese Interfaces, wenn ich die Room-Datenbank verwenden möchte, um meine grundsätzlichen Inhalte irgendwie dann in diese Datenbank hineinzubringen und mit meinem restlichen Android-Code zu verbinden. Ich brauche wahrscheinlich irgendwie eine Java-Klasse, die so ein einzelnes Bild innerhalb meiner Anwendung repräsentiert. Vielleicht wäre das alles irgendwie sinnvoll und ich könnte das alles unter diesem Bereiche irgendwie ansiedeln. Das heißt, ich habe hier so einen Top-Level von meinem Software-Design und ich könnte mir jetzt aufschreiben, was eben so an zusätzlichen Komponenten, die an zusätzlichen Komponenten notwendig sind, um diese Aufgabe zu erfüllen. Also ich könnte mir zum Beispiel hinschreiben, ich brauche irgendwie eine Java-Klasse, die ein einzelnes Bild repräsentiert. Ich nenne das jetzt einfach mal Picture. Dann brauche ich vielleicht irgendwie eine Datenbank, in der ich diese Bilder abspeichern kann. Und brauche ich noch vielleicht irgendwie was dazu? Fällt einem vielleicht später, wenn man weiter drüber nachdenkt, noch ein bisschen mehr ein. Im Moment fällt mir jetzt nichts dazu ein. Aber ich habe irgendwie meine Hauptkomponente. Ich habe irgendwie schon mal aufgeschrieben, was ich wahrscheinlich so an Subkomponenten irgendwie brauchen könnte, um diese Aufgabe zu erledigen. Das kann ich jetzt bei allen anderen Sachen auch machen. Bilder aufnehmen zum Beispiel. Wenn Sie sich erinnern, wir können ja relativ leicht die Funktionalität von anderen Apps in unsere integrieren und haben das im Laufe des Semesters auch schon mal gemacht, um diese technische Aufgabe, ein Bild aufzunehmen, nicht selber implementieren zu müssen. Wir haben die Kamera-App, die auf dem Android-Gerät installiert ist, aus unserer Anwendung heraus über so einen impliziten Intent gestartet und der die Aufgabe gegeben, ein Bild zu machen und das zurück zu unserer Activity zu schicken. Das können wir in dieser App auch nutzen. Also wir müssen nicht selber die Kamera-Funktionalität verwenden, aber wenn Sie sich zurückerinnern, dann haben Sie vielleicht noch im Hinterkopf, dass unsere Activity ziemlich aufgebläht hat. Wir mussten uns um das Starten und das Abfangen von diesem Intent kümmern. Wenn Sie sich erinnern, dass Starten von diesem Intent hat auch beinhaltet, dass man diese Bilddatei vorbereiten muss, in die Aufnahme dann abgespeichert wird. Das war relativ viel Code. Und vielleicht möchte ich jetzt, wenn ich hier über mein Software-Design nachdenke, schon berücksichtigen, dass ich das nicht auf der Basis von irgendeiner Activity machen möchte, sondern vielleicht möchte ich tatsächlich das auslagern in vielleicht so eine Hilfsklasse. Und schreib mir oder notiere mir einfach schon mal, dass ich vielleicht sowas wie ein Kamera-Helper oder sowas brauche. Also irgendwie eine Klasse, die diese Aufgabe, diesen Intent zu starten, den zu verarbeiten, sich um die entsprechenden Bilddateien und Pfade kümmert, kapselt und diese Funktionalität dann für andere Komponenten bereitstellt. Nach diesem Muster könnte ich jetzt weiter vorgehen. Ich könnte mir irgendwie überlegen, wenn ich Bilder abspielen möchte, dann brauche ich wahrscheinlich irgendwie sowas wie einen
Picture Adapter, das war ja für uns immer irgendwie dieser Modus operandi, eine Datenstruktur mit Java-Objekten wird an ein User-Interface-Element angebunden über einen entsprechenden Adapter, der bei Bedarf die Views generiert für im Idealfall zum Beispiel so ein Recycler-View. Ich könnte mir überlegen, dass ich vielleicht irgendwie bei der Dia-Show auch irgendwie eine abstrakte Klasse brauche. Was sollte die machen? Vielleicht brauche ich irgendwie eine Komponente, die mir diese zeitgesteuerte Iteration über eine Bilderliste ermöglicht, damit ich dann immer beim nächsten Tick vielleicht irgendwie ein Bild oder sowas in dem View anzeigen kann. Sowas in diese Richtung. Also auch hier könnte ich mir irgendwas aufschreiben. Da ich jetzt irgendwie gleichzeitig nachdenken und reden muss, ist das qualitativ nicht so toll. Also das muss nicht so ausschauen. Auch die inhaltliche Ebene muss nicht so ausschauen. Das ist einfach nur eine Visualisierung von meinen Gedanken gerade. Und da sollten Sie auch anfangen. Machen Sie sich einfach Gedanken, machen Sie sich Notizen, brainstormen Sie im besten Fall zusammen, dass Sie überhaupt erstmal anfangen über die technische Implementierung von dieser Anwendung nachzudenken. Also, das ist noch lange nicht das, wie am Ende der Code ausschauen wird, aber wir sind jetzt in eine Situation geraten, in der wir uns schon mal ein Bild davon machen, wie unsere Anwendung aufgebaut sein könnte. Wir haben Kernaufgaben identifiziert und wir sind jetzt schon dabei, Teilkomponenten zu identifizieren, die diese Aufgaben tatsächlich abspielen oder beziehungsweise umsetzen könnten. Ich notiere mir jetzt hier nochmal sowas wie Picture Player. Und dann habe ich irgendwann so eine lange Liste an möglichen Komponenten und dann wäre der nächste Schritt, dass ich irgendwie Zusammenhänge davon versuche zu skizzieren. Das heißt, das ist jetzt erstmal und das kann bei Ihnen ganz anders ausschauen. Das kann irgendwie so eine Brainstorming-Map sein. Es kann ein Graph sein. Das ist vielleicht auch einfach nur eine stichpunktartige Liste, die Sie aufgeschrieben haben. Der nächste Schritt ist daraus tatsächlich auch Zusammenhänge abzuleiten, die Sie in Ihrem Software-Design vielleicht möglicherweise berücksichtigen wollen und zusätzlich die identifizierten Komponenten noch ein bisschen ausführlicher zu beschreiben, was deren Aufgaben und Eigenschaften sind. Das zeige ich Ihnen jetzt vielleicht auch noch ganz kurz. Ein Vorschlag, wie man das machen kann. Das haben Sie schon ein paar Mal gesehen, weil ich das auf den PowerPoint-Folien häufig so mache. Ich versuche mir irgendwie so einen Graphen zu erstellen, indem ich die einzelnen Komponenten als Knoten visualisiere, vielleicht mir Informationen dazu aufschreibe, was in diesen Komponenten oder was die Aufgabe von diesen Komponenten ist. Und dann verknüpfe ich diese einzelnen Knoten innerhalb des Graphens mit entsprechenden Pfeilen, die ich beschrifte, um die Beziehung zwischen diesen Komponenten aufzubauen. Und das ist irgendwie, finde ich, ein guter nächster Schritt in der Konzeption von dem Software-Design, sich tatsächlich Zusammenhänge klarzumachen. Auch hier gilt wieder, es gibt standardisierte Instrumente dafür, zum Beispiel sowas wie UML, aber niemand hindert Sie daran, das erstmal ganz frei zu machen. Alles, was Sie irgendwie auf Papier bringen, was Sie sich merken, worüber Sie Gedanken sich machen, hilft dabei, am Ende eine bessere App zu entwickeln. Und nur weil Sie das dann irgendwie in einer freien Interpretation auf Papier bringen, ist das nicht wesentlich schlechter oder grundsätzlich schlechter, als wenn Sie jetzt irgendwie versuchen, von Anfang an ein UML-Diagramm aufzubauen, von dem Sie vielleicht gar nicht wissen, wie das funktioniert. Das Ganze hier soll ein bisschen Sie ermutigen und motivieren, genau diesen sehr freien und wenig restriktiven Prozess, den ich versuche hier irgendwie zu skizzieren, auch in Ihre Überlegungen mit einfließen zu lassen. Also jeder Gedanke, den Sie sich machen, ist besser, als wenn Sie sich keinen Gedanken machen müssen. Und Sie sind in der Wahl der Mittel, wie Sie alleine oder innerhalb Ihres Teams dann auch diese Überlegungen verschriftlichen oder überhaupt erstmal zu diesen Überlegungen kommen, relativ frei,
Wir geben ihnen nicht vor, dass sie bestimmte Werkzeuge einsetzen müssen für diesen Teilbereich der Aufgabe. Wir geben ihnen nicht vor, dass sie uns die Ergebnisse dieser Phase in einem bestimmten Format am Ende zukommen lassen sollen. Sie können das machen, wie sie wollen. Und nochmal, Papier, Bleistift ist irgendwie ein super Werkzeug für sowas. Da kann man sich ganz, ganz viele Gedanken machen. Wenn man irgendwie Fehler gemacht hat, fängt man von neuem an mit einem neuen Papier und man kann sich dann wesentlich schneller als vielleicht mit irgendwelchen starren Instrumenten, in die man sich erstmal reinarbeiten muss, mehr Gedanken machen. Und je mehr Gedanken sie sich machen, desto besser ist das Endergebnis. Machen wir vielleicht zum Ende nochmal so einen kleinen Mini-Graphen, wie es ausschauen könnte. Ich überlege mir mal, ich habe in meiner Anwendung vielleicht so eine Klasse Picture, die speichert den Pfad zu einem Bild, was aufgenommen ist und vielleicht dessen Aufnahmedatum. Das sind vielleicht so die beiden Kerneigenschaften, die ein Bild innerhalb unserer Anwendung ausmachen. Also Aufnahmedatum, der Bildpfad. Eine Komponente von unserer Anwendung und ich habe mir hier schon gemerkt, dass ich irgendwie sowas wie eine Datenbank brauche oder ein Storage, also irgendwie einen Bereich, der diese Bilder dann abspeichert und das könnte ich ja hier gleich irgendwie ergänzen. Picture Database Liste der Bilder. Also das ist irgendwie das, was diese Datenbank abspeichern soll. Und ich kann mir in meinem wunderbaren Graphen dann vielleicht auch eine Beziehung zwischen diesen beiden Elementen notieren. Speichert Liste von Bildern. Wahrscheinlich macht die noch ganz, ganz viel mehr als das, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Aber ich habe nicht nur die Aufgaben dieser beiden Kernkomponenten jetzt irgendwie skizziert, sondern auch schon einen Zusammenhang. Und irgendwann wird das Ganze dann ein wunderbarer Graph, der irgendwie über mehrere Iterationen Ihnen dann möglichst detailliert nicht nur die Eigenschaften und die Aufgaben von diesen Komponenten widerspiegelt bzw. repräsentiert, sondern auch ihre Zusammenhänge. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie sich in einem letzten Schritt daraus die tatsächliche Codestruktur generieren, beziehungsweise die Implementierung auf dieser Basis beginnen. Weil dann wissen wir zum Beispiel, dass wir eine Klasse Picture brauchen. Wir können ableiten, was die vielleicht für Eigenschaften oder Instanzvariablen hat. Aus dem Verhältnis zwischen diesen Komponenten untereinander können wir ableiten, was es vielleicht für öffentliche Methoden oder Interfaces geben muss, wer sich vielleicht bei wem als Listener oder sowas registriert. Und bevor wir auch nur eine Zeile Code geschrieben haben, haben wir ein Gesamtbild von unserer Anwendung. Warum ist das so wichtig? Weil wir uns dann beim Implementieren darauf konzentrieren können, wirklich die Funktionalität umzusetzen. Also wir können uns Gedanken darüber machen, wie funktioniert denn das, irgendwie ein Bild in die Datenbank zu speichern, was brauche ich vielleicht für APIs, wie kann ich qualitativ hochwertigen Code für diese Aufgabe erledigen. Wir müssen uns nicht mehr, während wir implementieren, darüber Gedanken machen, wie sich das Ganze irgendwie in das Gesamtbild einpflegt. Und wir müssen nicht irgendwie bei der Implementierung plötzlich stoppen, weil wir gar nicht mehr wissen, wie es davor oder danach weitergeht in diesem aktuellen Bereich, in dem ich in meiner Anwendung bin, weil ich so ein Gesamtbild mir vorher generiert habe. Und das soll jetzt auch irgendwie für diese Sitzung das Wort zum Sonntag sein oder zum Montag in diesem Fall. Nutzen Sie diese ganzen Möglichkeiten, um sich auch im Team so ein konkretes Modell von Ihrer Anwendung zu generieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kam ja schon die Frage, wie man irgendwie kollaborativ Software zusammen entwickelt. Dieses Visualisieren oder dieses überhaupt Generieren von einer gemeinsamen Vorstellung davon, wie die Anwendung funktioniert, ist ganz, ganz elementar. Sie können sich am Ende
die Arbeit am Programmcode nur dann aufteilen, wenn Sie ein ähnliches Modell im Kopf davon haben, wie die Anwendung tatsächlich hinsichtlich der Komponenten aufgebaut ist und wie die miteinander funktionieren. Wenn jeder da irgendwie eine andere Vorstellung hat, was die Aufgaben von diesen Teilbereichen sind, dann kriegen Sie das am Ende nicht mehr zusammen. Wenn jemand von Ihnen diese Picture-Klasse implementiert und jemand anders die Database und Sie haben aber ein grundlegend unterschiedliches Verständnis davon, wie diese Komponenten aufgebaut sind und was die eigentlich tun sollen, dann wird das irgendwie wahrscheinlich nicht so toll werden, das Ergebnis. Wird wahrscheinlich auch nicht so sein, dass dann zwei Leute diese nah beieinander liegenden Komponenten unabhängig voneinander implementieren, aber das ist ja ein Beispiel auch dafür, was es vielleicht für Probleme geben kann. Das heißt, dieses Generieren von so einem Konzept, von so einer Vorstellung davon, bevor Sie überhaupt erst anfangen, das Ganze zu implementieren, ist essentiell, glaube ich, für den Erfolg von Ihren Projekten. Das heißt, und wir machen das ja am Freitag dann auch, bevor Sie irgendwie mit der Implementierung beginnen, machen Sie sich solche Gedanken, halten Sie sich nicht damit auf, irgendwie lange zu überlegen, was Sie für Werkzeuge einsetzen. Wir haben hier noch einen Kurs, der relativ am Beginn von diesem ganzen Thema Softwaretechnik, Software Engineering ist. Das heißt, Sie müssen nicht bestimmte Modelle oder bestimmte Methoden einsetzen für diese ganzen Phasen. Sie können hier noch relativ frei einfach ausprobieren, was für Sie funktioniert. Sie werden, das gilt dann vor allem für die Regensburger Studierenden, im Laufe Ihres Studiums für diese ganzen Dinge, die ich jetzt irgendwie so sehr informell gemacht habe, auch ganz konkrete Methoden und Techniken kennenlernen werden. Ich glaube, das ist in anderen Studiengängen, anderen Informatikstudiengängen genauso. Hier in diesem Kurs probieren wir das Ganze erstmal aus, und Sie müssen sich da nicht eben auf irgendwie eine bestimmte Methode oder sowas festfahren. Sie können das Ganze in Ruhe ausprobieren, Sie können frei und kreativ sich irgendwie Gedanken machen. Was Sie nur tun sollten, ist tatsächlich, sich im Team Gedanken über diese ganzen gestalterischen und konzeptuellen Dinge tun oder machen, bevor Sie in die Umsetzung einsteigen. Und so ganz einfache Skizzen können ein Mittel dafür sein. Als Ergebnis sollte eine gemeinsame Vorstellung davon sein, wie die App ausschaut, wie sie funktioniert und wie die Komponenten, die auf Code-Ebene diese Funktionalität bereitstellen, aufgebaut sind und miteinander interagieren. Das ist irgendwie das Ergebnis, mit dem Sie dann in die eigentliche Implementierungsarbeit einsteigen sollen. Wir machen am Freitag weiter. Ich werde Ihnen vielleicht ein bisschen ausgearbeitetere Skizzen zur Verfügung stellen im Laufe der Woche und wir werden dann am Freitag direkt anfangen, dieses Konzept, was ich jetzt vorgestellt habe, in tatsächlichen Programmcode umzubauen und dann diese Picture Diary-Anwendung gemeinsam implementieren. An der Stelle danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch irgendwie Fragen oder so haben, dann bleibe ich gerne noch kurz im Chat und beantworte die. Ansonsten nochmal der Hinweis, jetzt gleich gibt es die Informationen zu den Abschlussprojekten im ILIAS-Kurs. Die können Sie sich durchlesen, sollten Sie sich durchlesen und bitte teilen Sie uns dann bis zum Ende der Woche mit wem Sie in diesem Projekt gerne Ihre Anwendung entwickeln wollen würden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns spätestens am Freitag. Tschüss!